Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei eurem Sandmann. Stimmt. Wir sind immer noch am Fliegen. Ich habe tatsächlich 1, 2, 3 neue Mods mit drin. Ihr seht oben rechts jetzt, an welchen Tagen ich aufnehme. Und die Uhrzeit. Das seht ihr jetzt auch. Wie du morgen kochst, ne? Kann ich aber trotzdem gern helfen. Ich muss eben mal zum Händler und fahre dafür erstmal voll in die falsche Richtung. Ich habe auch beschlossen, dass wir auf Tiere gehen. Ach, falschen Kurs geladen. Hof zum Händler. Viel Spaß. Gras wächst immer noch nicht. So dumm es klingt. Ich habe auch beschlossen, dass wir auf Schweine gehen werden. Allerdings mit einer kleinen Mogelpackung. Ich habe ein Silo hingestellt am Schweinehof, wo wir einfach Schweinefutter fertig kaufen können. Aber wir werden uns jetzt erstmal ein, zwei Schweine kaufen gehen. Und ich wollte ja in den Forst. Ich habe mit der Stadtverwaltung gesprochen. Ist kein Problem, dass wir zwei, drei Bäume wegholzen. Haben sie mir zumindest versichert. Eigentlich könnte ich den hochfahren lassen. Ich habe auch festgestellt, uns gehören schon alle Wiesen und alle Felder. Ich werde mir zwei, drei Felder raussuchen, die wir bewirtschaften werden. Ihr seht, ich habe auch hier das Frontlader-Tool mit drin, mit der Gradanzeige und alles drum und dran. Ich muss ehrlich gestehen, ich persönlich sehe gerade echt nicht sehr viel. Das ist schön, das ist die neue Spritze, weil ich habe die alte ausgetauscht, weil ich das System von den Teilausschaltungen, von den Teilabschaltungen mit reingenommen habe. Ist zwar dieselbe Spritze im Endeffekt, also von der Größe her tut sich da gar nichts, rein gar nichts. Ich komme jetzt gleich mal rum.
Und dann. Spritze steht da. Weil dafür hatte ich jetzt den Unimog gedacht, dass der die Spritze fährt. Dass der uns die Spritze rauf fährt. Achso, ich habe vergessen bei ihm einzustellen, dass er an dem letzten Wegpunkt warten soll, scheinbar. Dann mieten wir uns mal einen Anhänger. Wo haben wir so Tiere? Hier haben wir so. Ich habe den Mod mit reingenommen. Okay, der kann Kühe transportieren, der nicht. Wahrscheinlich ist der da niedriger. Den werden wir uns jetzt einfach mal mieten. Schlecht aussehen tut er nicht. Also kann ich nicht behaupten. Auch von Anhängerwahl an Hängweise. Das machen wir die Heckscheibe mal auf. Wir können die Plane öffnen. Wir können ihn senken. Okay. Ich muss mich gerade echt mal wieder umgewöhnen hier. In letzter Zeit so viel ETS gespielt. Und dann suchen wir uns gleich direkt mal ein Feld aus, was wir ansehen mit Weizen. Wo denn die Spritze eigentlich rein von der Theorie direkt hinterher kann. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie viele Düngestufen wir aktiv haben. Ich meine aber 2 oder 3. Aber eigentlich würde es Sinn machen mit dem... mit dem Seasons Mod auf eine runter zu gehen, finde ich. Echt jetzt, das ist wirklich zu lang. Für ordentlich reinzukommen. Ich meine, es gibt aber noch einen anderen Weg. Dann werden wir mal auf den Innenhof fahren. Das seht ihr jetzt gerade alle nicht. Ah, okay. Ich würde gerne Schweine kaufen. So viele wie geht. Ha. So viele wie geht, 4 Stück.
lass mich aber ganz kurz hier oben. Warum? Warum? Ah, lass man einfach mal laufen. Er ist bald fertig, so wie es aussieht. Ah, bald. Du bist hier, dich kann man entlassen. Wie gesagt, das sind jetzt halt die Spritzen mit der Teilabschaltung. Fahren mal rauf zu Feld 8. Feld 8, denke ich, macht man dann auch irgendwas Gutes drauf. Das war jetzt eine sehr produktive Aussage. Ja, 4 Meter. Braucht kaum Leistung, das ist das Schöne. Was könnte man denn drauf machen? Raps, Sojabohnen, Ölrettichgras, Weizen, Gerste. Machen wir einfach. Ach, da vorne ist die Feldeinfahrt, gut. Und viel Spaß. Das sind auch 7 Hektar. Fährt denn der mich jetzt hin? Naja. Ja, genau. Fahren die Schweine jetzt runter. Ich meine, 4 Schweine ist noch nicht die Welt. Sind wir ehrlich drin. 4 Schweine ist wirklich nicht die Welt. Dummdidu. Ja gut, doch, den Weg finde ich. Der ist ja recht einfach. Den dürfte ich finden. Denke ich mal. Ja, in dieser Folge wird das dann wohl nichts mehr, dass wir schon in den Forst gehen. In der nächsten Folge werde ich dann wohl auch Kredit aufnehmen müssen. Ist halt so.
Helfer wollen bezahlt werden. Also da wollen ja alle bezahlt werden und Wasser muss noch gekauft werden bzw. gefahren werden. Das würde ich aber auch gerne mit einem eigenen Hänger tun, damit wir den dann stehen lassen können mit Wasser. Wir schauen mal. Ui, der Steyr, der hat schon nur noch 86% Raps drin. Das geht auch flott. Ich muss eigentlich noch einen Kurs vom Schweinestall zum Hof einfahren. Aus Gründen, ja. Aus Gründen der Faulheit tatsächlich, ne? Wie so oft? Wie so oft? Aber wir laden die Schweine in dieser Folge auf jeden Fall noch ab. Aber doch, der Viehtransporter hier, der passt wirklich schön hinter... Oh ne, ich fahre die nächste rein. Dieser Viehtransporter, der passt wirklich schön hinter den MF. Hier durch das kleine Wasserbecken. Reifen säubern. Ach, dann geht sogar das Türchen auf. Abladen, 4 Stück. 11 wären reingegangen. Ich werde jetzt zwischen den Folgen schnell den Kurs einfahren von hier zum Hof. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge am Hof wieder. Bis gleich. Tschüss.